Moin moin meine Lieben und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Resident Evil. Und ja, wir haben jetzt gerade diesen anderen Teil des Zylinders gefunden. Gehen nochmal zurück. Ich glaube, ich würde jetzt nochmal schnell abspeichern wollen. Ja, genau, nochmal zurück. Und dann können wir diesen Zylinderröhre ja wieder zurückpacken in dieses Gerät, wo es reingehört. Genau. Müssen wir ja machen. Sonst wird das Gerät ja wahrscheinlich nicht fahrtüchtig sein. So. Gut. Ah, wieder zurück. So. Gut, kommen wir rein. Sollen wir nochmal speichern lieber? Also das packen wir hier rein, das können wir immer gebrauchen. Ich habe noch zwei Farbbänder, aber ich würde trotzdem gerne speichern. Ich habe keine Lust, den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Ja. So, speichern. Ja, komm schon. So, jetzt mal gucken, hier müsste irgendwo. Ah, warte. Packen das Farbband wieder hier rein. Müssen wir nicht mitschleppen, ne? So. Gut. Was hier? Irgendwo war doch dieser Steuerraum, ne? War das hier? Ich weiß es nicht mehr. Hier? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Hm. Kann mal gucken. Bin da ein bisschen überfragt. Doch, hier war das. Okay. So. Da das Gerät und da können wir bestimmt jetzt unseren Zylinder reinpacken. Eine Reihe blinkender Knöpfe. Einen davon drücken. Welchen? Eins. Drei. Warte. Ach so, warte mal. Ah, okay, ich habe eine Idee. Warte mal. Warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, nochmal. Ja, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. So, jetzt muss ich es mal genau angucken, nämlich. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4. 2, 3 und 1. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Siehst du? So, Fahrstuhl ist da. Gehen wir nach unten. Klar. Hier ist ein Aufzugschalter drücken. Klar. Gehen wir runter. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Oh. Barry? Thank God you're safe. Barry kommt, okay. You too, Jill. Barry! A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. So, es geht runter. Immerhin geht's irgendwo hin.
So. Oh. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Na klar, okay. Muss ich alles machen. Waffe, ey. So. Diese Tür. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Ich geh mal hier längs kurz. Ah, guck mal, hier ist eine Itemkiste. Ja, wir haben ja eigentlich viel dabei. Können wir das mal. Ne, das bleibt hier. Vielleicht können wir dieses Ding brauchen wir bestimmt nicht mehr, oder? Okay, wo geht's da hin? Runtergehen kurz. Was ist das? Ein Müllschlucker. Da ist ein Schalter drücken, ja. Na gut. Der macht Sachen platt. Sachen platt zu machen ist gut. Können wir vielleicht irgendwann ein Viech hier hinlocken nochmal, ne? So. Okay, hier gibt es nichts weiter. Dann gehen wir hier weiter. Ist die Tür? Gehen wir durch die Tür. Oh, oh. Ah. Ah! Das eklige Viech da. Hier ist auch eine Tür. Gehen wir mal rein. Kiste. Was hier? Ein Gerät zum Verfall von Materialien. Ah, okay. Nee, machen wir drin. Ich bleib auf der Schiene. Wir die Kiste mal rein. Ziemlich sicher, dass wir das machen müssen. Die kann man schon hochschicken. Gut. Schicken wir mal hoch. Okay. Naja. Okay. Komm mal. Auf den Kissen steht Chemikalien. Okay. Hier kann man nichts weitermachen. Das ist immer schon langweilig, ne? Ach, guck mal, da kann sie raufklettern. Okay. Da auch? Klar, sie kann überall raufklettern. Ja. Nein, Magnum-Tür brauchen wir nicht mehr nehmen. Was ist noch da so? Batterie packen nehmen wir mit. Mist.
Ja, wir haben zwar keine Magnum, vielleicht kriegen wir die ja noch. Aber hier sind wir noch im Dingsmagazin. So. Hier runter. Bisschen Quatsch, ne? Na gut. Viel mehr war hier anscheinend nicht. Da geht's raus, ne? So. Das eklige Viech, was hier rumläuft. Uah. Also den hatten wir letztes Mal so viel Munition in die Fresse geballert. Das interessiert ihn gar nicht. Deswegen glaube ich, können wir mit dem nicht so viel machen. Tür ist verschlossen. Wo war denn der Ausgang? Das ist ein Schalter. Hier ist eine Art Hebel. Warum liegen wir? Hä? Also, keinen Sinn. Ach, da geht's raus, okay. Da muss man so ein, da muss man wieder was rauflegen, denke ich mal. Kennt man ja schon. Damals auch mit der alten Waffe. Mal gucken, was das hier ist. Laufen wir zu Barry zurück. Ne, hier waren wir doch gerade eben. Das ist der blöde Raum. Also, ich muss mal kurz die Karte kommen. Die Karte von hier? Da hinten muss ich hin. Da ist wartet Barry, ne? Gut. Also nochmal raus. Barry. 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 Irgendwie wegkommen von. Uah, das Viech schon wieder. Mann, das nervt mich, das Viech. Geh mal auf den Zeiger. Hey, wo muss ich denn hin hier? Warte mal. Ah, hier, gut. Mein Gott, schon voll verlaufen hier, ey. Nervig. So. Barry! Was für ein Arsch, ne? Also, wenn ich mich recht erinnere, dann müssten wir hier runtergehen und wir werden diese Kiste wieder sehen, die wir gerade eben. Ja. Nicht gesehen haben, sozusagen. So, jetzt können wir nämlich die Kiste hier rausschieben. Genau. Und dann schieben wir die an die Müllpresse rein. So und nicht anders. Ja, wo denn? Guck mal, ein Flammenwerfer. Den finden wir super. Oh, haben wir Platz? Gott sei Dank. Apropos Platz, wir können mal diese Magnum-Munition wegpacken, weil die Waffe haben wir eh nicht. Das machen wir auch direkt mal. So, pass auf, mal Kiste auf. Ja. Nein, das nicht. Und zwar das kann hier rein. Und das lassen wir. Aber wir werden einmal kurz das beides hier kombinieren, glaube ich. So. Genau. Und jetzt können wir Flammenwerfer mal prüfen. Defekter Flammenwerfer. Die Düse ist kaputt. Der kann nicht benutzt werden. Okay. Aber es interessiert sich, das ist nämlich so ein Ding, was wir einfach auf dieses Waffending da legen, was wir gerade eben gesehen haben. Gucken wir, ob wir das hinkriegen. Na komm.
Die auch mal so für diesen Typen da nicht in die Arme laufen. Da können wir den anderen Weg laufen. Da war auch schon der Mechanismus, den haben wir gerade eben ja gedrückt. Deswegen müssen wir doch eigentlich hier. Da. Können wir da nicht jetzt einen Flammen drauflegen? Eine Art Mechanismus. Der Haken hat sich im Loch verfangen. Okay. Dann mal hier hinten hinlaufen. Da, da. Mal drücken. Jetzt müssen die rauskommen, na genau. Oh, warte. So, Viech ist weg. Wir können da durch. Huch. Das sieht aber ein bisschen gruselig aus. Feuer ist erloschen, aber es war vor kurzem jemand hier. Ach, guck mal an, was ist hier? So ein richtiger. Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen. Kann man da reingehen? Ah, Schlangen! Lauf, 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 chill, chill, lauf! Da ist ein Messer. Von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Krankheit. Schmuck hast du mitnehmen? Klar. Ist das ein Wort, mit dem wir was anfangen können? Ah, guck mal. Sie haben wollte Steinring. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Proginator Virus verabreicht. Jessica, Virus Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Negativ. Aktion eliminiert. Lisa. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status Schutzbeachtung dauert an. George. Aktion terminiert. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was habt die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? Ich habe Mami gefunden. Wir waren zusammen gegessen. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami im Kasten. Kastensteinhart. Tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Okay. Nicht besser, ne? Hier hoch. Gut, gucken wir mal. Gibt es verschiedene Wege? Ja, okay. Erstmal hier ein Kräutchen nehmen. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr trotzdem mit. Vielleicht wird man ja nochmal vergiftet. Das wäre natürlich ärgerlich. Aber kann ja passieren. Hier links. Eine Leiter. Führt diese Leiter hin? Ach, sind wir wieder in dieser blöden Hütte. Und ich komme das Viech jetzt nicht hier hin. Ah, das ist eine Itembox. Ist natürlich für uns nicht schlecht. So. Pass mal auf, wir gucken mal. Achso, ich wollte einmal ganz kurz, bevor ich das mache, kann ich einmal hier das kombinieren mit das. So, wir haben ja das andere Schmuckkästchen noch. Vielleicht können wir das ja jetzt benutzen. Müsste ja hier noch drin sein, ne?
Ja, ich weiß nicht, verwenden. Ich wollte eigentlich prüfen. So, kann man es auch von hier oben aufmachen? Kein so ein Merkmal. Oh, warte mal, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch hier drin? Pass auf, was haben wir noch hier drin? Also für irgendwas muss man das ja machen können. Mit dem Steinring können wir es nicht benutzen. Aber es gab doch noch andere Sachen, die wir hier hatten. Was hatten wir noch hier? Können wir den Edelstein vielleicht? Können wir den Edelstein benutzen? Zum Beispiel. Vielleicht? Na, ist ja verkehrt. Warte mal. Okay, warte mal. Was haben wir noch hier? Ich glaube, das passt eher so, ne? Oder eher so wahrscheinlich eher. Ah, okay, warte mal, da habe ich eine Idee. So, jetzt kommen wir kurz weg. So, wir nehmen jetzt das Ding. Das kommt wahrscheinlich hier unten hin. Das kommt hier in die Mitte. Schon mal gut aus. Guck mal. So. Nein. Okay. Da fand sie eine Brosche. Ah, guck mal die mal an. Sie hat sich in einen Schlüssel verwandelt. Ein Wappenschlüssel. Das finden wir doch im Haus, hat man diesen Schlüssel gefunden. Das ist natürlich cool. Gut. Kann man hier rauskommen ohne... Wo sollten wir vielleicht vorab speichern? Ich glaube, wir speichern einmal vorab. Können wir natürlich nur, wenn wir... Nein. Wenn wir natürlich das Farbband auch mitnehmen. Hier drin. Unser letztes Farbband, was ist denn so? So. Machen wir. Gut, ja, ich speichere jetzt hier ab und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir die Mysterien lösen. Vielen Dank, bis dahin, tschüss.